Fraktion das Wort. Bitte schön. Genau, just in time. Sehr geehrte Frau Präsidentin, meine sehr verehrten Kollegen, bei der Einführung einer Berufszulassung für gewerbliche Immobilienmakler und Verwalter haben wir recht unterschiedliche Diskussionen von Anfang an geführt. Ich denke, das liegt einfach daran, dass wir hier eine sehr hochdiversifizierte Branche haben, die halt ständig gewachsen ist in den vergangenen Jahren und die damit natürlich auch eine steigende Bedeutung beim Verkauf und auch bei der Verwaltung von Immobilien zukommt. Es gibt keine bzw. geringe Berufszulassungsregeln, sodass der Ruf nach gesetzlichen Regelungen immer lauter wurde. Und dann kam natürlich eine Diskussion auf, wie und in welchem Umfang. Da schieden sich dann doch die Geister. Soll die Politik hier eingreifen? Ich finde, das hat man sehr deutlich gesehen bei der Anhörung, bzw. ich habe es auch in Gesprächen im Wahlkreis feststellen können. In Zeiten von Deregulierung im europäischen Binnenmarkt, und ich bin ja im Bereich der freien Berufe genau in diesem Feld Berichterstatterin, begleite ich das Ganze, mutet die Forderung der Branche natürlich, so ging es mir jedenfalls, eher anachronistisch an, weil gleichzeitig dann die Wünsche formuliert wurden nach praktikablen und natürlich nicht zu bürokratischen Regelungen. Der erste Entwurf des Ministeriums, ohne nennenswerte Erweiterungen bei Maklern formuliert, Mietverwalter waren gar nicht erwähnt und auch ein einmaliger Sachkundenachweis von 15 Stunden im Jahr, das sollte dann die Hürde für den zukünftigen Berufszugang aufgestellt werden. Ein zentraler Punkt, und das möchte ich schon zusammenfassen, der von Anfang an in der politischen Diskussion uns geeint hat, war, wenn wir ein Gesetz formulieren, soll es zu einer zusätzlichen Transparenz und auch zum Schutz beim Verbraucher dienen, vor allen Dingen zum Einziehen einer Leitplanke, die zu einer qualitativen Differenzierung bei der Berufsausübung des Maklers und auch des Verwalters führen sollte. Und diesem Vorhaben haben wir uns als CDU-CSU-Fraktion gestellt, und zwar auf dem Hintergrund, es ist schon mehrfach angeklungen, dass der Erwerb von Wohnungseigentum und natürlich dessen Vermietung eine wichtige Form der Vermögensbildung bei uns hier in Deutschland ist. Dem Verbraucherschutz kommt hier mit dem Aspekt der Altersvorsorge eine ganz besondere Bedeutung zu, hinsichtlich natürlich auch der wachsenden Zahl an Fremdverwaltungen. Ich denke, mit dem vorliegenden Entwurf erreichen wir unser Gesamtziel, nämlich den Verbraucherschutz zu stärken, Bürokratie zu vermeiden und die Gewerbefreiheit zu wahren. Wir reden von einer praktikablen Lösung. Meine sehr geehrten Kolleginnen und Kollegen, wir führen mit diesem Gesetz und auch den nachfolgenden Verordnungen, die wir zur Präzisierung unseres Vorhabens notwendig brauchen, aus meiner Sicht vier wichtige Leitplanken ein, und zwar in großer Übereinstimmung mit unserem Koalitionspartner. In diesem Zusammenhang danke an Herrn Held für die, ich nenne das jetzt mal, unkomplizierte Zusammenarbeit. Die vier Leitplanken sind, und zwar einheitlich, Herr Lutze, für Makler, für Verwalter und Mietverwalter. Erstens die Erlaubnispflicht nach § 34c. Zweitens zentrale Punkt der Vermittlung von Fachwissen, das über die IHK oder ein zertifiziertes Institut erbracht werden kann. Drittens die Informationspflicht und letztlich auch die Verpflichtung zum Abschluss einer Berufshaftpflichtversicherung. Aus meiner Sicht eine sehr sinnvolle Kombination von Maßnahmen, die gemeinsam mit der Branche umgesetzt uns unseren Zielen etwas näher bringen. Mir ist besonders wichtig, und deshalb gehe ich auf den zweiten Punkt noch mal ein, dass die Fachwissensvermittlung, genau diese Vermittlung von Wissen in regelmäßigen Abständen und kontrolliert stattfindet. Hier hat die Immobilienwirtschaft zukünftig aus meiner Sicht die Verpflichtung und auch die Möglichkeit, aktiv ein Lernmodul zu entwickeln, das bei der ersten fälligen sogenannten Fortbildung dem Sachkundenachweis entspricht und bei jeder jetzt ja gesetzlich dann geforderten Wiederholung, spätestens also nach 3 Jahren, die Schwerpunkte auf die Weiterbildung fokussiert bzw.
sich den aktuellen Fragestellungen annimmt. Und das, meine Damen und Herren, ist doch allemal mehr Wissensvermittlung und Verbraucherschutz als das, was vorher vorgeschlagen war, nämlich die einmalige Sachkunde von 15 Stunden. Und deshalb finde ich, ist die vereinzelt hochgezogene Diskussion wirklich unredlich, weil wir nämlich genau mit dieser Fortbildungspflicht viel, viel mehr für den Verbraucher erreichen werden. Praktisch ist aus meiner Sicht zudem, dass die alte Hase-Regelung entfällt. Und ich betone, dass die Fortbildung nachgewiesen werden muss. Es besteht eine Informationspflicht zudem in Kombination mit dieser Fortbildungspflicht. Und deshalb glaube ich, dass der Verbraucher bei der Nachfrage nach dem Zertifikat sicherlich besser informiert ist und besser weiß, wer ihm gegenüber sitzt. Ich denke, das ist ein starkes Signal, zumal es ansonsten auch eine Ordnungswidrigkeit darstellt, also auch geahndet wird. Mein Ziel und das meiner Fraktion war es immer, dass neben dem Aspekt der erweiterten Verbraucherinformation die übermäßige Bürokratie ausufernder Kosten vermieden werden. Wir sind davon überzeugt, dass wir dies genau mit diesem Gesetz erreichen. Deshalb werden wir natürlich heute Abend zustimmen oder heute Morgen, da haben wir schon soweit, ich weiß es nicht, und im weiteren Verlauf die Rechtsverordnung inhaltlich und konstruktiv begleiten. Die Branche, das soll mein letzter Satz sein, steht nun in der Pflicht und muss dieses Gesetz nutzen, um ab dem kommenden Jahr über Verbraucheraufklärung, über eine gute Informationspolitik und auch definierte Lerninhalte sich selbst zu regulieren und damit sicherzustellen, dass der Verbraucher auch von diesen Maßnahmen profitieren wird. Und ich denke, das wird der Fall sein. Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit. Vielen Dank. Für Bündnis 90 Die Grünen spricht jetzt Christian Kühn.